und herzlich willkommen auf meinem Kanal Miniatur Autohandel. Ja, heute haben wir uns mal einen kleinen Luxus und Spaß gegönnt und einfach mal so eine Überraschungsbox von Mediamarkt gekauft. Und was soll ich sagen? Lasst euch überraschen. Was heißt überraschen, ne? Ich fand persönlich, war es ein Reinfall. Also es war jetzt nicht was, was man irgendwie gebrauchen kann, ja, was nicht jeder unbedingt so bei sich zu Hause rumfliegen hat und so weiter. Mein Fall ist es tatsächlich nicht. Ja? Das heißt, die Sachen werden privat wieder veräußert, weil die wurden ja auch privat gekauft. Damit ihr gleich schon mal Bescheid wisst, ich muss mal eben hier verschwinden. So, also, folgendes, ja, dieses 50-Euro-Paket, ja, hat richtig schön Gewicht gehabt. Ja, so sah es aus. Ja, und ich zeige es auch gerne nochmal von unten. Vorwiegend hier, raus damit, jetzt abräumen. Mystery-Boxen vom Umtausch ausgeschlossen. Natürlich, würde ich auch so machen, ja, an deren Stelle. Und 50 Euro, ja, komischerweise, die dürfen den Umtausch ausschließen. Aber unser eins, ja, darf es komischerweise nicht. Merkwürdig, ja, wenn ich hier sowas ausschließen würde, der Werber, ne, da wären sie aber gleich wieder bei mir dran. So, versprochen wird hier, 100 bis 150 Euro Warenwert in jeder Box. Ja? Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren Fachberatern. Naja, Fach. Ne? Das kennen wir. Oftmals ist die Schulung ja zu wünschen übrig. Also viel bleibt jedenfalls nicht hängen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Kiste. Machen wir damit mal weiter. Das ist die. Natürlich schon geöffnet, ne? Weil wir natürlich wissen wollten, was da los ist. Und nein, es ist kein Scherz, es war wirklich so drin. Ja? Da fangen wir gleich mal an hier mit dem geilsten überhaupt. Braucht jeder sofort. Ja? Black Label Zero Canon 500 Blatt DIN A4 Blatt. Ja? Hier Druckerpapier. Oder fürs Kind wäre das noch maximal ein bisschen was zum Zeichnen, sag ich mal, ja. Ein bisschen drauf rumkritzeln. So, das packen wir mal eben schnell an der Seite hier. Dann, da haben sie ja richtig einen gucken lassen hier. Von Easy, ja, also sprich ISY. Ja, die richtig schönen geilen Batterien hier, die du auch in eine Waage reindrücken kannst, in Taschenrechner und so weiter. Die genaue Bezeichnung weiß ich hier gerade gar nicht. Also auch CR2025 Batterien. So einen ganzen Batzen hier. Ja. Allein die sind schon tausi wert, ne? Da wirst du aber zum Millionär hier. Ne? So. Natürlich nichts, ist klar. Weil wir ja auch alle, ne, in unserem Alter, wer kauft denn sonst solche Mystery-Boxen? Ne? Das ist ja wohl eher unsere Altersklasse hier oder auch jünger. Ne? Da kommen die doch allen Ernstes von Easy, ja, mit ungelogen Hörgeräte-Batterien an. Ja? Hörgerät-Batterien. Also mal ehrlich, Leute, die kriegst du bei jedem Optiker fast schon gratis reingesetzt. Darum hängen die da ja auch wie Blei. So. Und weil es so schön ist und das jeder von uns hat, ne? Ich meine, wer hat sowas nicht zu Hause rumfliegen? Ne? Hat ja eigentlich jeder von uns. Ein iPhone 13 Pro Max, aber das war hier nicht dran, sondern eine Hülle, mit der du irgendwie über Magnet oder was kabellos laden kannst. So sieht's aus.
Wer zum Geier leistet sich ein iPhone? Ja? Ich meine, hier so ein iPhone oder was? Na? Meine Güte, wenn ich ein iPhone haben will, dann gehe ich hier, was weiß ich, hier zum nächsten Huhn, zock mir da ein Ei, ne, und mach da eine Antenne drauf, dann habe ich ein iPhone. Ne? Fertig. So, auf jeden Fall hier, ne? Nix. Ja? Das kriegst du ja im Leben nicht wieder verkauft. Ne? Und wir selber können damit absolut gar nichts anfangen. Ne? Oder hier für Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Ja, hier für die Kamera da so ein Schutz. Ne? Kamera Protective Glass. Kameraschutzglas. Ne? Steht sogar noch in Deutsch drunter. Von Hammer. Ne? Kriegst du natürlich auch im Leben nicht verkauft. Ne? Weil S20 ist schon, ja, heutzutage steinalt. Ja? So, da haben die Neandertaler noch mit telefoniert. So, auf geht's. Nächste Runde. Huawei P10. Hoho, Protection Glass. Ne? Hier. Gleich hier zwei Stück von Easy. Ne? Oben drin gewesen. Hier. Zack. Da lassen wir uns doch nicht lumpen. Ne? So, hier. Ja? Oder eins oder was, ich weiß es nicht, wie viel da jetzt wirklich drin ist, aber eins auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall zu fühlen hier, ne? Leute, nee, ne? Einfach nee, geht nicht, also das ist an Dreistigkeit schon nicht mehr zu überbieten. Das einzig Sinnvolle, das kommt natürlich gleich zum Schluss, zunächst mal hier Xbox, ja? Boah, hat ja auch jeder bei sich zu Hause rumfliegen, ne? Und dann noch nicht mal eingeschweißt in Folie, ne? Damit natürlich auch die Verkaufschancen sehr gering sind, haben sie es dann natürlich schön rausgeholt. Und zwar haben wir hier W2K22. Ja, freigegeben ab 16, immerhin Lizenzprodukt hier. Ja. Und, was soll ich sagen, man kann es einmal so öffnen. Es ist unbespielt, definitiv unbespielt. Ne? Und ja, ganz ehrlich, das war ein Reinfall. Ne? Ich habe gedacht, da ist keine Ahnung, hier vielleicht mal eine DVD, eine CD und sowas. Ja? Damit man mal so ein bisschen davon auch noch ein bisschen was kennenlernt, ja, von dem Krempel, wo sie eh nicht von loswerden oder was. Aber gar nichts. Ja. Und da stand ja vor uns an der Kasse noch so ein Armer, ne, der das auch noch gekauft hat. Ja, na gut, ich habe mir das schon gedacht, aber hier war meine beste Freundin hier, die das Geld dafür ja ausgegeben hat. Ne? Nicht ich. Ne? Ich bin fein raus. Und ja, habe ich ja sogar noch gewarnt gehabt, ne? Von wegen, hier, ne? Gut, die große Enttäuschung wird kommen. Ja, und hier ist sie. Ne? Das lohnt sich gar nicht. Aus meiner Sicht. Ich meine, wenn ihr da schon mal bessere Erfahrungen gemacht habt, kann ja durchaus sein, dass es von Filiale zu Filiale unterschiedlich ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Übrigens, der Abo, der abgehauen ist, schönen Dank. Ja? Das einzig Brauchbare, da kommen wir jetzt zu, zumindest für meine Begleitung, aber auch hier, ja? Ansonsten aus meiner Sicht, war tatsächlich ja die In-Ear-Kopfhörer, wo es auch ein Krampf ist, das mit dem Handy zu verbinden. Das ist nicht einfach auspacken, laden und dann hier Bluetooth und so. Ja, am Arsch. Da musst du erstmal das Ding freischalten. Ne? Und das haben die wahrscheinlich schon seit 20 Jahren nicht mehr im System oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, Original LG hier, Hologramm. Und ich denke, ich zeige das ganze Ding jetzt mal. LG Tone, ne? Free und Tone DFP3W. Ja? Flex Action Bass. Ja. Und weil es einmal nicht ausreicht, druckt man es gleich zweimal drauf. Naja. Ne? Also,
wie man auch immer will. Das sind sie. Ne? Hat sie gerade auch am hier am Ladegerät. Ne? Deswegen kann ich euch das leider nicht direkt live zeigen. Also das ist wirklich das Einzige, was ich hier sehe, was sinnvoll oder vielleicht sinnvoll war. Ne? So, das ist es dann auch schon, ne, von innen. Viel mehr ist da nicht. Kabel ist übrigens nicht dabei. USB-C-Kabel. Nö. Weggespart. Ja? Ja. Ansonsten habt ihr hier noch so einen schönen Weihnachtsbaum-Anhänger. Ja? Lohnt sich auf jeden Fall immer. Tja, das war wie gesagt unser Reinfall hier. Ja? Also jetzt absolut gar nichts mehr drin. Bis auf das Ding hier. Ja? Gleich gibt er. So. Also. Leute, Fazit aus meiner Sicht, ne, fallt darauf nicht rein und kauft wirklich nur das, was ihr wirklich braucht. Ja, und lasst die Finger von solchen Mystery-Boxen. Wie ihr seht, könnt ihr damit ganz böse auf die Nase fallen und dann sitzt ihr mit dem Krempel da und werdet den einfach nicht mehr los. Ne? Das heißt, ihr fangt die Kosten, die ihr dafür ausgegeben habt, nie wieder auf. Ja? Das ist gar nicht möglich, ne? Weil die schon dafür sorgen, von vornherein, dass ihr das, was ihr eingesetzt habt, euer Mindestbetrag, definitiv nicht mehr wiederbekommt. Ne? Zum Beispiel die Batterien. Bei eBay, Pfennigartikel. Ja? Ob das nun die kleinen oder die anderen, die etwas größeren waren, ja, das ist ja egal da in dem Fall. Das fangt ihr damit nicht mehr auf. Ne? Hier das Xbox-Spiel da, ja. Keine Chance. Ne? Wenn ihr da noch irgendwas zwischen 5 und 10 Euro bekommt, seid happy. Ja? So. Ja, das Canon-Druckerpapier. Wer kauft das von privat? Kaum einer. Also da müsst ihr wirklich richtig Glück haben. Ja, jetzt angenommen, ihr habt kein Kind, ihr zeichnet nicht gerne oder sonst irgendwas, ja, und habt keinen Drucker zu Hause, so, dann habt ihr Papier da. Ja, ganz toll. Was will man mit dem Papier? Das ist Mumpitz. Ja? Da wäre vielleicht irgendwie, keine Ahnung, was ist anderes sinnvoller gewesen. Die haben ja eine riesen Auswahl und dann schmeißen sie so einen Müll da rein. Ne? So nennt man, so kann man auch das, den Müll wieder verwerten. Ne? Ja, die Ohrhörer da, das mag vielleicht noch ein bisschen sinnvoller gewesen sein. Da weiß ich aber noch nicht, wie es läuft hier, ob das mit der Verbindung hinhaut und so. Weil das eine ist hier ein Samsung Galaxy hier mit A7 und 2018. Und ob die sich überhaupt erkennen und miteinander verstehen, ja, ob die bereit sind, ein Pärchen zu werden, ne? Das müssen wir schauen und ansonsten fliegen die auch mit in den Verkauf, ne? Ja, wie gesagt, totaler Reinfall, ne? Tja, das war's von meiner Seite aus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ne? Schreibt mir mal bitte eure Erfahrung hier in die Kommentare und ich bin da wirklich mal gespannt, ja? Lasst ein Like, Abo etc. alles da und bleibt mir wohlgesonnen und fallt wie gesagt nicht auf diese Mystery Boxen rein. Ja? Tut mir bitte den Gefallen und euch selber vor allem. Ne? Das spart eine Menge Geld und eine Menge Ärger. Ne? Also dann bis zum nächsten Video und danke fürs Zuschauen.